Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WoW. Im letzten Part war ja vielleicht die Synchronspur ein bisschen asynchron, bin mir nicht sicher. Und gleichzeitig verführt er mich mal in die Hunde, du Bauer. Was soll ich sagen? Genau. Mich hat ein Kumpel angerufen, ob wir skypen wollen, der gute Dean LP oder Dean oder Finn oder wie er sich zurzeit gerade nennt, der alte und so, ne? Was ich jedenfalls sagen wollte, ist, dass wir ein Let's Play starten. Zusammen! Und zwar, ich habe den Namen vergessen. Sibyl Sam, genau, mit fucking viel Splatter und Explosionen und Dingen. Ja, Dingen. Ja. Jedenfalls Sibyl Sam ist geil, scorehaltig, ist ein cooler Ego-Shooter, der einfach unglaublich viel Spaß macht. Finde ich jedenfalls. Finde echt geil. Erstmal Seelenstein, weil ich jetzt sterben werde. Das von hundertprozentig. Schön. Genau, wir spielen Serious Sam zu zweit im Koop-Modus. Immer so 40 Minuten Parts, damit ihr nicht zu lange zugespammt werdet mit Videos, die ihr euch sowieso nicht anguckt. Ja, und ich wollte mich nochmal wirklich bei euch bedanken dafür, dass ihr meine Community seid. Ich weiß nicht, das tue ich viel zu wenig. Ich rede auch über sowas viel zu wenig. Wirklich, ohne euch wäre das alles hier nicht möglich. Ohne euch hätte ich sozusagen kein relativ wirklich eigentlich 1000 Abonnenten. Meine Fresse, Alter, 1800 Abonnenten. Das ist unglaublich viel. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Leute erreichen kann oder vielleicht auch sogar bewegen kann. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich euch den einen oder anderen von euch sogar begeistert mit meinen Videos. Ich weiß es, also vielleicht. Ich bin mir da immer so unsicher. Was ich jedenfalls sagen wollte war, danke, 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 dass es euch gibt. Danke, dass ihr meine Videos guckt und danke, dass es euch gibt. Und dass ihr den Scheiß euch überhaupt anhört, den ich hier fabriziere. Ich sage das viel zu wenig. Dass ich mich bei euch bedanke, sage ich euch viel zu wenig, dass ihr eigentlich großartig seid und dass ich ohne euch quasi nichts wäre, da ich kein Publikum hätte. Nee, wirklich, tausend Dank. Ich weiß nicht, wie schon gesagt, sagt man viel zu wenig. Und eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass man das immer wieder sagt. Hier sind die in... Der schlummernde König. Ein Bündel Pergament fällt aus der reglosen Hand des Oberanführers. Auf ihm könnt ihr die Umrisse der Rituale erkennen, die in den Katakomben unter euch voran vonstatten gehen. Es scheint jedoch, als hätten die Könige der Freikul Angerboda Schwierigkeiten, König Jimeron zu erwecken. Ach, hätte die Königin. Das Ritual findet auf der Terrasse des Winters, einer großen Kammer am nördlichen Ende von Gjallarhorn statt. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie vielleicht noch aufhalten, bevor es zu spät ist. König Jimeron? Der Drachenschänder? Na. Er soll der König gewesen sein, der alle anderen Vraykul, als sie noch metallene Krieger waren, zusammengeführt hat. Er sollte auch der König gewesen sein, der das erste Mal einen Pakt mit den Drachen geschlossen hat. Dort hinten ist er, König Jimeron. Er ist nicht mehr aus Metall. Er ist jetzt nun ein Wesen aus Fleisch und Blut. Shit! Ein Wesen aus Fleisch und Blut, damn, Digga! Wir gehen mal hier lang. Ach ja. Wie schön es ist, Gebrechen zu spielen. Es macht mir echt Spaß.
Königin Angerboda. Das heißt, sie haben zuerst seine Frau wiedererweckt. Also sagen wir es mal so. In WoW Chronicles ist es so, dass der gute König Ymiron derjenige war, der sich von den Göttern losgesagt hat, der halt zuerst ein metallener Krieger war, jedoch von Fluch des Fleisches genau wie alle anderen betroffen war und die Könige geeint hat, die Vrykul-Herrscharen geeint hat und dann aber zu Fleisch geworden ist. Dann bemerkte er, dass die Könige und die, ich meine, die Titanen ihn entsagt hatten und hat sozusagen seinen eigenen Kult gemacht für König Ymiron und so weiter und so fort. Dann hat er sich schlafen gelegt mit allen anderen Vrykul zusammen, um den Fluch des Fleisches zu entgehen. Und ich denke mal, die Königin Angerboda war wahrscheinlich seine leibliche Frau damals. Und irgendjemand scheint wahrscheinlich, die Necrolords haben sie erstmal erweckt, damit er ihren Mann, sie ihren Mann wecken kann. Königlicher Gemahl wird erwachen. Der Lichtkönig. Als Geist. Nee, Untoter. Das ist das zweite Mal, dass wir den Lichtkönig sehen. Wir haben zwar verhindert, dass Königin und König wieder zusammen hieren, aber dennoch ist König Ymiron frei. Und er bringt die Vrykul dazu, dem Lichtkönig zu dienen. Wir haben versagt. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Muss man dafür vielleicht irgendwo hier rum? Ich gucke mich mal so ein bisschen um. Falls ihr euch fragt, was gerade mit meiner Wunde los ist, weil ich ja, nee, da geht's nicht lang, weil ich ja immer noch verwundet bin, beziehungsweise weil ich ja immer noch meine OP hatte, die war vorgestern, am 27., heute ist der 29. Und ja, ich habe immer noch eine offene Wunde, die wird auch nicht zuheilen, beziehungsweise die wird erst in 3 Wochen zuheilen ungefähr. Und so lange renne ich mit der offenen Wunde rum, das ist natürlich nicht so schön. Ich weiß auch nicht, das ist so irgendwie komisch. Ich versuche jetzt mal hier durchzugehen. Vielleicht führen mich ja die Tunnel dahin. Kann ja sein. Nein, aber irgendwie ist es halt unangenehm mit Schmerztabletten und mit einer offenen Wunde und alles. Ist halt alles irgendwie nicht so angenehm. Kann man vielleicht verstehen. Irgendwie klappt es nicht mit der Seuche verteilen mit Saat der Verderbnis. Irgendwie belegt es die Explosion mit nicht die anderen Ziele mit Verderbnis. Das klappt irgendwie nicht. Es sollte klappen, tut's aber nicht. Komisch. Wie schon gesagt, eine offene Wunde ist nicht schön. Vor allen Dingen auch die Schmerztabletten machen mich relativ müde. Und ich kann mich nicht besonders gut auf Sachen konzentrieren und ich vergesse auch ziemlich viele Dinge. Es ist sehr unangenehm, finde ich. Ich spüre das richtig.
Obwohl das eigentlich, das sind relativ starke Schmerztabletten, aber auch gar nicht mal so starke. Das sind so halbstarke. Halbstark, Baby, Baby, halbstark. Halbstark. Es ist immer noch Platz für einen mehr. Dude, leck mich. Kann ich den hier rufen? Sieht aber schon geil aus, ne? Ich finde komisch, dass Blizzard dieses Gebäude nur einmal genommen hat. Dieses Gebäude findet man danach nicht mehr. Das ist das allererste Mal, dass Blizzard so ein Gebäude nimmt. Und danach wird es keins mehr davon geben. Weil Blizzard es nur einmal genommen hat und dann nie wieder verwertet hat. Ich finde, es sieht extrem hammer aus. Und es ist wirklich ein bisschen schade, dass sie es nicht öfters benutzt haben. Diese Vraykul Gebäude gibt es öfters. Das auf jeden Fall. Aber nicht dieses Gebäude explizit. Das hier ist wirklich nur die Hallen des Erwachens. Auch ein bisschen cool. Also ein bisschen schade. Wirklich. Ich glaube, ich bin komplett falsch, einfach mal. Hier unten geht es anscheinend nicht weiter. Komisch. Das heißt jetzt, es muss oben sein, aber wie besiege ich denn Glaceon? Ich muss jetzt zum Plateau des Windrufers? Des Eisrufers? Würmrufers. So. Aber ich finde die nicht. Wo ist die Plattform des Würmrufers? Ja. Uah. Ja, ich weide euch mit Freuden aus. Könnt ihr auch gerne tun, ist mir egal. Das hier müsste doch die Plattform des Würmrufers sein. Da ist ein Würmrufer. Ui. Ja, hier geht's, oder was? Das ist doch bescheuert. Sorry. Aber das würde ich jetzt hier nicht als Plattform des Würmrufers bezeichnen. Also hier ist er natürlich, aber. Da ist er. Glacier. Jetzt komm runter, du Bauer. Damit ich dich zerpflügen kann, Frostwurm. Halbstark. Und nun stirb. Schön. Damit haben wir jetzt alles beendet und kehren zur Westwacht zurück. Ich glaube aber, ich mache erstmal nochmal hier die Quest hier oben. Die Läuterung oder? Nee, ich gebe erstmal die Quest in der Westwacht ab. Danach mache ich diese Quest der Läuterung, wo ich mit der Nachtelfe da oben zu diesem Wolf musste. Das hier werde ich wahrscheinlich beenden, das hier werde ich beenden, das hier werde ich auch beenden, weil ich werde hier nicht questen. Ich werde da ganz schnell hingehen und dann wieder gehen. Was ich auf 73, 71, danach werde ich zur Drachenöde gehen, auf jeden Fall hierhin. Zur Oberkommandant Heilbronn und danach in die Grizzlyhügel. Aber Heulender Fjord werde ich nicht so beenden, dass wir alles gemacht haben. Auf keinen Fall. Darauf habe ich mich keine Lust. Oh, Hordler.
Ich wusste nicht, dass beim Stielendentor auch Hortler sind. Das ist komisch. Also, jedenfalls, Taunka sind es. Taunka sind noch gefährlichere Horde. Es sind gefährlichere Tauren, könnte man sagen. Ja. Mein Pferd ist ja super klug. Hä? Du kannst auf Wasser laufen, Pferd. Schön, wie es funktioniert. Just saying. Nicht. Nicht. Warum funktioniert's nicht? Mann, das ist so beschissen. So. Und diese Musik. Vom heulenden Fjord. Ist schon was ganz Spezielles. Kein ewiges Leben für euch. Ja, ich will noch gar nicht nach in die Heights of Velor. Da will ich gar nicht hin, denn ich weiß, wer ihr Anführer ist. Und dort hinten ist es, die Westwacht. Magierleutnant Melister. Ist der Angriff abgewendet? Wurde der Frostwurm und sein Meister vernichtet? Habt ihr das Horn zurückgebracht? Wahnsinn, das Horn ist kalt. Ihr habt Westwacht wieder einmal vor einem sicheren Untergang bewahrt. Welch ungewöhnliche Frau ihr seid, Mariko. Wenn es nur mehr wie euch geben würde. Tja, das verlangt allerdings nach einer Belohnung. Was würdet ihr bevorzugen? Das, was am teuersten zu verkaufen ist. Ja, gut, das mache ich jetzt nicht, weil ich da sonst wieder hin müsste. Der Priester spricht einen kaum hörbaren Segen für euch aus. Seid gesegnet, Mariko. Ihr habt meine Gebete erhört. Steht mit Stolz und erhobenen Kelb im Lichte. Wisset, dass eure Taten höchst heilig waren. Ich habe mir sicher, dass ich eure Truhen in der Kirche was Brauchbares finden könne. Gut. Töten im Namen des Lichts. Schön. Der Hauptmann seufzt erleichtert auf. Tja, das sollte uns ein wenig einfacher machen. Mariko, ihr habt wieder bewiesen, dass es für die Westwacht und die Allianz insgesamt von unschätzbarem Wert seid. Sucht euch etwas aus der Schatzkammer aus. Es ist das Mindeste, was wir tun könnten. Ich bin mir nicht sicher, aber der eine Teil hört sich gar nicht gut an. Dass sich der Lichtkönig mit Ymiron davon gemacht hat, kann nur Schwierigkeiten bedeuten. Bedauerlich nur, dass er nicht imstande war, ihn gemeinsam mit seiner Königin zu töten. Nichtsdestotrotz, ihr habt einen großen Strich durch die Rechnung gemacht und das nötige Zeit verschafft. Und wer weiß, so viel ihr herumkommt, ist es gut möglich, dass er euch König Ymiron noch einmal über den Weg laufen wird. Ich bin mir sicher, dass es ihm bei eurer nächsten Bewegung nicht so gut ergehen wird. Gut, damit haben wir die Westwacht auch abgeschlossen. Ich werde mit Magierleutnant Melister diesen Quest nicht machen, weil wir ja davon gerade kommen und ich einfach vergessen habe, die Quest anzunehmen. Sneaky Turtle ist online. Sneaky Turtle. Sneaky Turtle. Ein guter Kumpel von mir. Der gute Batuan, wenn du das Video hier guckst, was ich bezweifle. Hi. Jedenfalls wollte ich sagen. Wir fliegen jetzt mal zur Fort Wildefarm und sehen uns dort wieder. Bis denne.